Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und Hormonexpertin und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du ganz besonders gegen deine Östrogendominanz tun kannst. Lass uns auch schauen, was überhaupt Östrogendominanz bedeutet, so dass du dich ausgeglichen wieder als Frau zufrieden, entspannt und voller Energie fühlen kannst, so dass du einfach ganz in deiner Mitte bist und dich gesund fühlst. Ja, wir wollen heute also wirklich loslegen, noch im alten Jahr und die guten Vibes des alten Jahres mitnehmen und uns mit der Östrogendominanz beschäftigen. Ein klein wenig möchte ich trotzdem Rückschau halten, bevor wir uns mit der Östrogendominanz beschäftigen, denn es gibt natürlich im Podcast schon einige Folgen, die mit der Östrogendominanz zu tun haben, die auch ein Stück weit ganz am Anfang des Podcasts, in den ersten Folgen, ich glaube in den ersten 10 bis 20 Folgen, gibt es schon tatsächlich eine Folge, die sich mit dem Thema Östrogene beschäftigt und die dir vielleicht auch schon weiterhelfen kann. Und wir schauen natürlich auch zurück auf ein gesamtes Jahr raus aus dem Hormonchaos und damit auf sogar mehr als 52 Podcast-Folgen, denn ich glaube 2 oder 3 zusätzliche Folgen habe ich mal extra veröffentlicht und es war ein sehr aufregendes Jahr. Ich möchte erstmal an dieser Stelle danke, danke, danke sagen für all die tollen Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich ja nicht in der Regel persönlich kennenlerne und nur einen kleinen Teil eben kennenlerne in der Hormonsprechstunde und trotzdem aber so eine Verbindung spüre. So ein vielleicht auch Bedürfnis dann hier, mich auch mal zu bedanken, einfach fürs Zuhören. Denn nicht immer ist vielleicht für jeden, der hier zuhört, die Hormonsprechstunde gerade irgendwie passend. Vielleicht ist es wirklich nur ein Podcast zum Informieren oder einfach nur zum Impulse rausnehmen, um Ideen zu extrahieren und die auszuprobieren, ohne vielleicht eben das Angebot der Hormonsprechstunde in Anspruch zu nehmen. Es wird tatsächlich im neuen Jahr genauso weitergehen wie im alten. Es wird um die Hormone gehen. Wir werden uns wirklich mit vielen altbekannten Hormonen wieder treffen, die uns vielleicht nochmal genauer angucken oder eben aus einem anderen Blickwinkel heraus uns die Hormone angucken. Wir werden aber auch tatsächlich viel über den Stress im neuen Jahr sprechen, weil der Stress per se natürlich etwas ist, an dem wir in unserer heutigen Gesellschaft nicht vorbeikommen und der sehr viel größere Auswirkungen hat, als wir es uns oft gerne eingestehen wollen, der eben nicht nur uns irgendwie unter Strom setzt, der uns zum Teil krank macht, der eben auch zum Teil dazu führt, dass wir völlig übermüdet sind, sondern der also wirklich sich auf unterschiedlichste Art dann praktisch zeigen kann. Es gibt unterschiedliche Arten, die zu einer Stressreaktion im Körper führen und es sind dann ganz, ganz vielfältige Folgen, die daraus für den Körper entstehen können. Und das möchte ich sehr, sehr, sehr gerne einfach hier im Podcast zum Thema machen, weil ich doch immer wieder feststelle, viele, und da gehöre ich auch mit dazu, schieben eher das Thema Stress so zur Seite. So, ja, mei, hab halt Stress, aber es geht halt gerade nicht anders. Das heißt, ich tue tatsächlich auch selbst häufig das Thema Stress ordentlich ab. Ich mache das viel zu klein und habe dann oft mit den Konsequenzen im Späteren echt zu kämpfen. Und da darf ich auch noch ein bisschen mehr wirklich lernen und wirklich auch das noch mehr aufnehmen, dass das einfach fatale Folgen haben kann. Und da möchte ich gerne noch mehr aufklären. Das heißt, es wird uns viel auch im neuen Jahr beschäftigen. Im neuen Jahr ist es aber auch so, dass wir uns natürlich mit dem Thema
Östrogendominanz zuallererst beschäftigen wollen. Und da kommt jetzt natürlich vielleicht die Frage gerade der männlichen Zuhörer im Podcast, warum denn jetzt die Östrogendominanz? Ja, warum denn die Östrogendominanz? Es war tatsächlich so, dass ich letztes Jahr 2018 im November den Podcast gestartet habe und tatsächlich meinen vollen Fokus auf der Nebenniere hatte. Auf dem Cortisolüberschuss, auf dem Cortisolmangel und irgendwie so ein bisschen über die Sexualhormone auch sprechen wollte. Es waren halt auch Hormone und irgendwie gehören die ja auch dazu. Außerdem machen die auch Blödsinn. Naja, und ein bisschen PMS kennt ja jeder. Ich bin eben jemand, der auch mit PMS Gott sei Dank nicht so viel zu tun hat. Aber je mehr Hormonsprechstunden ich geführt habe, je mehr Menschen bzw. Frauen ich im Coaching begleiten durfte, desto klarer wurde mir, boah krass, die Östrogendominanz ist echt ein riesiges Problem. Frauen haben fast alle eine Östrogendominanz. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und da kommt natürlich dann auch der Progesteronmangel gleich mit dazu, weil ein Östrogen kann nicht dominieren, wenn nicht dagegen das Progesteron praktisch zu niedrig ist. Also die beiden sind immer ein Pärchen. Und es ist auch tatsächlich so, dass Beschwerden einer Östrogendominanz, eines Progesteronmangels ja sehr individuell wahrnehmbar sind. Und jetzt wird's halt schon wieder so riesig kompliziert und komplex. Es halt ganz viele verschiedene Ursachen für eine Östrogendominanz gibt und meistens nicht nur eine Ursache alleine kommt. Gemeinheit. Ja, und je mehr Ursachen tatsächlich zusammenkommen, desto ausgeprägter ist möglicherweise auch die Östrogendominanz. Lange Rede, kurzer Sinn. Tja, da stand ich dann irgendwann und dachte, boah, Östrogendominanz ist echt ein riesiges Thema. Und es gibt viel, was man tatsächlich selbst auch zu Hause machen kann. Es ist aber vor allem auch so, dass man, finde ich, und das ist auch etwas, was ich immer reflektiert bekomme von meinen Klientinnen im Coaching, dass die auch gar nicht so genau wissen, was ist denn das jetzt eigentlich und wo kommt denn das her und habe ich das überhaupt und was sind denn eben die Ursachen dafür? Das heißt, da sind viele große Fragezeichen mit im Raum. Und da, finde ich, gilt es aufzuklären. Ja, na klar, hilft grundsätzlich vielleicht ein Münzpfefferpräparat. Ja, na klar, könnte man auch mit Salbei vielleicht die Hitzewallungen loswerden. Das sind aber häufig eben sehr viele symptomatische Herangehensweisen. Tja, wenn ich aber möglicherweise an meiner Ursache nichts ändere, dann werden sich vielleicht die Symptome ein bisschen vermindern, aber ich habe an meinem Problem nichts verändert. Das heißt, das könnte mit großem Glück wiederkommen. Das will ich ja nicht unbedingt. Und deshalb dachte ich, es wird Zeit, dass ich wirklich meine Klientinnen, aber auch Frauen, die mehr zur Östrogendominanz erfahren wollen, die mehr darüber lernen wollen und die einfach auch sich selbst helfen wollen, die ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen wollen, dass ich die an die Hand nehme und denen tatsächlich Wissen vermittle auf unterschiedlichen Ebenen. Dass ich eben erzähle, was sind Ursachen. Dass ich eben auch überhaupt die Zusammenhänge erkläre. Das ist nicht mit einem Medizinstudium vergleichbar. Nein, Gott, bitte nicht. Es ist aber so, dass ich natürlich in dem Fall einfach der Frau, die mehr darüber wissen will, die Fähigkeiten gebe, dass sie versteht, was in ihrem Körper vorgeht. Und ich finde, nichts ist besser als Wissen. Wenn ich nämlich verstehe, was mit meinem Körper los ist, kann ich auch viel besser Maßnahmen dagegen ergreifen. Und genau deshalb wollen wir hier im Podcast darüber reden. Und noch viel intensiver werden wir darüber sprechen, wenn du sagst, ich will noch viel tiefer einsteigen, ich will einfach verstehen, warum ich die Östrogendominanz habe und ich möchte mir selbst helfen können in meinem Kurs auf Wiedersehen Östrogendominanz. Ende November, Anfang Dezember habe ich von diesem Kurs auch schon erzählt und auch schon in den Folgen davor habe ich dir viel von diesem Entwicklungsprozess erzählt und dann muss ich leider zugeben, hat mich die Technik im Griff gehabt. Es ging ums Hochladen, ums Erstellen, ums
einfach verfügbar machen für die Klientinnen und für die Käuferinnen, die das eben online kaufen wollen. Und da hing ich dann irgendwie tatsächlich eine ganze Weile irgendwie fest und kam nicht weiter. Sehr zu meinem Bedauern. Geduld ist nicht meine Tugend. So dass dann eben leider erst das neue Jahr jetzt wird und wurde, um eben tatsächlich dir auch das ans Herz zu legen, wenn du mehr zur Östrogendominanz wissen möchtest, einfach wenn du wissen möchtest, wie du deine Östrogendominanz wieder in den Griff bekommst, dann ist vielleicht dieser Kurs genau das Richtige. Und damit du einfach auch so ein bisschen schon einen Einblick bekommst, habe ich mir gedacht, ich erzähle dir in kleinen Häppchen schon ein bisschen was, was du vielleicht dann noch in diesem Kurs vertiefen kannst, aber was auf jeden Fall nicht schadet, denn wenn ich nicht weiß, dass ich eine Östrogendominanz habe, dann wird mich der Kurs vermutlich auch nicht interessieren. Deswegen wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, was eigentlich hinter so einer Östrogendominanz steckt. Also ob das überhaupt sein kann, dass Frau eine Östrogendominanz hat. Ich glaube, ich kann an einer Hand schon gar nicht mehr abzählen, wie häufig ich die Frage in der kostenlosen Hormonsprechstunde gefragt bekomme, wie weiß ich denn das mit der Östrogendominanz? Also ich habe so den Verdacht und die Vermutung, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und deswegen wollen wir uns heute mal tatsächlich mit dieser Frage beschäftigen. Woher weiß ich das denn? Und dafür ist es natürlich super spannend, wenn man als Frau so ein bisschen seinen Zyklus beurteilen kann. Und deswegen gebe ich allen meinen Klientinnen, aber natürlich auch den Frauen in der Hormonsprechstunde immer mit, beobachte deinen Zyklus, tracke den am besten mit. Also das heißt nicht nur, von wann bis wann irgendwie die Zyklusdauer ist, also wann die Blutung beginnt und wann sie wieder beginnt, also wie lange dann der Zyklus ist, sondern auch, wann möglicherweise dein Eisprung war, wie sich das anfühlt, wie gerade dann nach dem Eisprung tatsächlich diese Zeit abläuft, wie es dir damit geht, ob du da eher Stimmungsschwankungen hast, ob du da eher weinerlich, bedrückt, betrübt bist oder total gereizt und genervt, ob es mehr Heißhunger gibt, ob du müder bist, ob du nicht so gut schlafen kannst. Das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge. Und manchmal hat man schon so eine Vermutung, so ein Gefühl, aber man kann es nicht zuordnen, häufig, weil man eben den eigenen Zyklus nicht wirklich so klar im Blick hat. Also ich zum Beispiel habe inzwischen einen ziemlich guten Überblick über meinen Zyklus. Mein Zyklus dauert in der Regel, es sei denn, ich bin mega gestresst, Dauer der 28 Tage, was total in der Norm ist. Also ich passe zu den Durchschnittsfrauen, aber Zyklusdauern von 23 bis 25 Tagen, 35 Tagen sind völlig in der Norm. Da ist übrigens eine der Folgen, die ich im November veröffentlicht habe, Zyklus One-on-One, wie ein idealer Zyklus abläuft, durchaus sehr, sehr hilfreich. Diese Podcast-Folge gibt dir als Zuhörerin eben so ein bisschen Einblick, was ein idealer Zyklus überhaupt bedeutet und wie er aufgeteilt ist. Das heißt, es gibt einfach so ein bisschen Einblick in die Körperphysiologie von der ersten Zyklushälfte, dann dem Eisprung, der zweiten Zyklushälfte, mit der Follikelphase, dem Eisprung, der Lutealphase und was es da für typische Symptomatiken bzw. Anhaltspunkte gibt. Weil du kannst ja irgendwie nicht an deinen Eierstock reingucken mit Scan oder so, um zu sagen, ja, richtig, genau, heute war der Eisprung. Sondern es braucht Anzeichen, dass du das feststellen kannst. In der Regel sind so typische Anzeichen eben eine Veränderung des Zervixschleims, der wird flüssig. Es gibt tatsächlich auch eine Veränderung des Sitzes des Muttermundes, der kommt ein bisschen tiefer, geht ein bisschen auf. Wenn Frau das tastet und spürt und die Veränderungen vor allem zu vorher und nachher hat, dann kann sie eben das auch tatsächlich als Anhaltspunkte verwenden. Nach dem Eisprung sollte beim idealen Zyklus auch die Temperatur steigen. Da haben wir also diese sogenannte Hochlage. Das sind alles Indizien, die dafür sprechen, dass eben zum Beispiel ein Eisprung stattgefunden hat. Und das ist wichtig, denn in der Regel sind die Folgen daraus, wenn kein Eisprung stattfindet, wenn die Lutealphase zu kurz ist,
häufig auch mit Ursachen für eine Östrogendominanz. Also zuallererst Punkt 1, und wenn man sich nur eine Sache merken will, Zyklus mit beobachten und auch versuchen herauszubekommen, hatte ich einen Eisprung, wann war der, wie lang ist dann die Phase vom Eisprung bis zur nächsten Blutung, wie lang war auch die Phase von der Blutung bis zum Eisprung. Das sind schon mal super gute Anhaltspunkte. In der Hormonsprechstunde frage ich meistens danach, wie ist dein Zyklus und wie hat sich das dann auch verteilt? Kannst du sagen, wann dein Eisprung war? Wie war der Eisprung? Das sind ganz wichtige Anhaltspunkte, um ein bisschen mehr herauszufinden, gibt es eine Östrogendominanz oder nicht. Denn, wie ich es schon erwähnt habe, ist eine Östrogendominanz immer verheiratet mit einem Progesteronmangel. Prinzipiell. Das muss nicht bedeuten, dass immer das Progesteron zu niedrig ist. Das bedeutet nur, dass das Verhältnis der beiden Hormone, Progesteron und Estradiol, nicht stimmt. Und zwar geht man dabei immer vom zweiten Teil des Zykluses aus. Man guckt immer in der Lutealphase, denn da hat Progesteron in der Regel die Nase vorn. Und wenn es das nicht in dem Verhältnis hat, wie es eigentlich ideal wäre, dann kann das daran liegen, dass einerseits das Estradiol zu hoch ist in dieser Phase oder dass Progesteron zu niedrig ist oder dass die beiden sich zu hoch und zu niedrig verhalten. So, das sind schon mal wichtige Anhaltspunkte. Der zweite Teil des Zyklus ist auch wichtig, weil da eben dieses Missverhältnis meistens entsteht. Und deswegen sagen die meisten Frauen, haben sie auch nach dem Eisprung dann auch meistens eine Verschlimmerung der Beschwerden. Der erste Teil ist immer relativ entspannt. Die meisten Frauen sagen, wenn es mir immer so ginge wie im ersten Teil meines Zykluses, dann wäre ich total glücklich. Da fühlen sie sich energievoll, leistungsstark, konzentriert, richtig voller Antrieb, total motiviert. Ja, und dann kommt der Eisprung und dann ist alles vorbei. Wir gehen jetzt mal durch die typischen Symptome einer Östrogendominanz, so die Hauptsymptomatiken. Ich habe auch einen Fragebogen zusammengestellt auf der Startseite meiner Homepage auf www.alexbroll.com gibt es ein PDF-Dokument, das kannst du dir runterladen. Da musst du auch gar nichts für tun, musst du nur drauf klicken, runterladen und dann lädt der Computer das runter. Das ist keine Datei zum online anklicken, sondern die muss man tatsächlich noch mit einem Stift bearbeiten. Das heißt, rausdrucken wäre vielleicht eine gute Idee oder sich die Übereinstimmungen, die Checks in den jeweiligen Kästchen aufzuschreiben, ist auch hilfreich. Das heißt, wenn ich bei 13 Fragen 12 Übereinstimmungen habe, dann ist das ziemlich viel und dann schreibe ich mir einfach nur für diesen Teil die Übereinstimmungen auf. Da muss ich dann gegebenenfalls nicht unbedingt alles ankreuzen oder abhaken, was stimmt. Und dann kannst du dir auch auf der Seite unter diesem heruntergeladenen Fragebogen, kannst du dich eintragen in die E-Mail-Liste und dann bekommst du automatisch den Auswertungsbogen zugesendet, der dir dann sagt, wo möglicherweise nicht nur in der Östrogendominanz, sondern eben auch in anderen Hormonsystemen wie der Nebenniere, der Schilddrüse oder eben dem Eierstock Probleme sind, die dir da je nachdem nach Übereinstimmungen so eine ungefähre Idee geben, wo du ansetzen könntest. Denn manchmal haben wir tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, es ist eine Östrogendominanz, aber eigentlich ist es ein Cortisolüberschuss. Das liegt halt daran, dass der Körper natürlich total gar nicht blöd ist und sich schon irgendwie immer wieder überlegt, es sich möglichst einfach zu machen, so dass eben ein Hormon das andere bedingt und noch irgendwas anderes in Gang setzt, was dann wieder ein anderes Hormon aktiviert oder deaktiviert, weil sonst würde der wahrscheinlich auch den völligen Überblick verlieren. Von daher ist es also manchmal sehr komplex, rauszukriegen, wo denn das eigentliche Problem liegt. Aber häufig hängt eine Östrogendominanz mit dabei, gerade wenn die Zyklusprobleme deutlich sind. Und so klassische
Symptomatiken einer Östrogendominanz erzähle ich jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, ob du alleine vom Zuhören so ein bisschen vielleicht schon die Idee bekommst, ja, das klingt auf jeden Fall so, als wäre es nicht ganz in Ordnung. Häufig berichten meine Klientinnen oder auch die Interessentinnen der Hormonsprechstunde, dass sie auf jeden Fall mit Wassereinlagerungen vor Beginn der Menstruationsblutung zu kämpfen haben. In der Brust, also dass sie auch deutlich Brustspannen haben, manchmal sogar so stark, dass alleine das Tragen des BHs unerträglich wird oder einfach auch nur die bloße Berührung einer Umarmung die Hölle wird. Aber auch, klar, in den Beinen, in den Oberschenkeln, also wirklich, dass wenn ich Socken trage, meine Beine total drüber quellen und es sich einfach nicht gut anfühlt. Die Beine sind schwer und müde, manchmal sogar in den Armen, dass die einfach sich auch voll und unbeweglich anfühlen. Meistens ist es auch so, dass Frau sagt, ja, und seit kurzem neige ich dazu, ständig zuzunehmen. Ich gehe auf die Waage und es ist wieder ein Kilo mehr. Ich esse aber wirklich nicht mehr. Ich esse auch irgendwie tatsächlich nicht wirklich anders und ich treibe Sport und trotzdem geht mein Gewicht hoch. Also als würde mein Körper plötzlich viel mehr Fett speichern. Auch häufig ist es dann so, dass Frauen sagen, ja, ich habe tatsächlich auch mit Migräne zu kämpfen. Kopfschmerzen vor der Menstruationsblutung, während der Menstruationsblutung sind auch immer so ein Hinweis vielleicht Richtung Östrogendominanz. Starke Menstruationsblutungen, die eben auch sehr schmerzhaft sind und vielleicht sogar über 7 Tage dauern. Also die sind schmerzhaft, lang und zeitgleich auch noch sehr, sehr stark, sind immer nicht normal. Da kann man auf jeden Fall auch mal das Estradiol als Verursacher mit im Kopf haben. Es ist auch so, dass viele Frauen sagen, früher hatte ich nie Probleme mit meinem Zyklus und jetzt wird die Blutung ständig stärker und tatsächlich meine Abstände werden kürzer. Und die Dauer meiner Menstruationsblutung ist auch länger als früher. Heißhungerattacken sind auch so ein Thema. Vor der Blutung, das kann bis zu 14 Tage vor der Blutung tatsächlich auftreten, dass Frau sagt, boah, ich habe so einen Zuckerjanker. Ich brauche irgendwie ständig Süßes, weil ich irgendwie gar nicht sonst in die Gänge komme. Und das nervt die total. Oder eben auch diese Stimmungsschwankungen. Oder vorneweg eben auch schon eben, dass sie merken, sie fühlen sich aufgebläht, die Verdauung passt nicht. Und das kann tatsächlich alles sein. Von Verstopfung über Durchfall, über irgendwas dazwischen, über ständig Bauchschmerzen. Das sind also wirklich alles an verschiedenen Verdauungsbeschwerden, die Frau dann möglicherweise einfach echt auch Nerven kostet. Manchmal treten auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten plötzlich auf, zum zweiten Teil des Zykluses. Gerade die starken Menstruationsblutungen, die Wassereinlagerungen hängen mit dem Überschuss, in Anführungszeichen, weil es nicht immer ein Überschuss per se sein muss von Estradiol, hängt mit diesem Überschuss von Estradiol zusammen. Häufig ist es aber eher so, dass es nicht ein absoluter Überschuss, also ein völlig überdrüber des Estradiols ist, sondern dass es eher ein Mangel des Progesterons ist. Und dann sind natürlich auch solche Symptomatiken wie PMS-Beschwerden eben die Folge. Ein Progesteron als Hormon hat die Aufgabe, Frau zu entspannen, sie eben auszugleichen. Und wenn dieses Hormon nicht arbeitet, tja, dann ist es auch nichts mit dem Ausgeglichensein und dem Entspanntsein. Und dann passiert tatsächlich relativ häufig eben auch das Problem, dass Frau gereizt ist, dass Frau gestresst wirkt, dass sie eher aggressiv reagiert, dass sie auch eher weinerlich ist, sich am liebsten zurückziehen will auf die Insel. Und dann eben noch zusätzlich diese körperlichen anderen Symptome dazukommen und dann ist also wirklich der zweite Teil des Zykluses oft die Hölle.
Und das Schlimme ist tatsächlich, dass das häufig eben nicht isoliert vorkommt, also dass man nicht nur am Eierstock gucken kann, da ist das Problem, sondern dass es eben viele verschiedene Ursachen haben kann, die dann praktisch sich aufsummieren und multiplizieren und damit eben die Symptomatik immer noch verstärken können. Also stellt sich tatsächlich immer die Frage, ist es überhaupt eine Östrogendominanz? Also gerade wenn ich eben grundsätzlich Zyklusbeschwerden habe, habe ich schon mal ein dickes Plus Richtung Östrogendominanz. Wenn meine Periodenblutung extrem stark ist oder wenn sie einfach sich deutlich negativ verändert, noch ein dickes Plus. Wenn ich dann noch mit Verdauungsbeschwerden, Wassereinlagerungen, Brustspannen, Stimmungsschwankungen zu tun habe, das sind so viele dicke Pluses, dann sind wir schon richtig eng auf der Straße Richtung Östrogendominanz. Und dann gilt es da natürlich auch einzugreifen. Aber wie, ist natürlich dann die Frage, denn natürlich kann ich versuchen, den Östrogenspiegel zu senken, den Progesteronspiegel anzuheben. Aber wenn ich nicht genau weiß, was dann dementsprechend vielleicht wirklich zu tun ist, dann ist das immer so ein bisschen Fischen im Trüben. Ich bin mir ja möglicherweise gar nicht sicher, ich habe ein zu viel an Estradiol und ein zu wenig an Progesteron, sondern es kann auch einfach sein, dass ich viel zu wenig Progesteron habe und mein Estradiolspiegel total in der Norm ist. Und trotzdem habe ich dann eine massive Östrogendominanz. Es ist das Verhältnis, das ich oft anschauen muss. Und deswegen spreche ich auch im Podcast so häufig vom Speicheltest, weil der uns erzählt, wie das Verhältnis von Estradiol zu Progesteron tatsächlich ist. Wir haben heute ein bisschen was zur Östrogendominanz und uns angeguckt. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir das in einzelnen Schritten machen, obwohl ich natürlich total verstehen kann, dass du jetzt am liebsten gleich das Nächste wissen wolltest und dann das Nächste und das Nächste und das Nächste, damit du wirklich auch was dagegen tun kannst. Das würde aber ehrlich gesagt uns alle, einschließlich mir, tatsächlich überfordern. Weil das ist so viel an Dingen, die man zum Teil mit beachten sollte, die man mit im Kopf haben sollte, wo man eben noch dran denken könnte, dass es eben gar nicht so einfach ist, an die wirkliche Ursache zu kommen. Das macht doch das Hormoncoaching oft so spannend. Also wirklich auch an unterschiedliche Ursachen dann zu denken und nicht einfach nur den Blick auf den Eierstock zu lenken und zu sagen, ja, der ist der Übeltäter. Ran an die Buletten. Das funktioniert oft genug eben genau nicht. Deshalb bitte, bitte, meine große Bitte an dich, Geduld, Geduld. Wichtig ist sowieso, den Zyklus zu beobachten. Es hilft oft nichts, aber man braucht tatsächlich ein bisschen Material und Analysemöglichkeiten, um sagen zu können, gibt's einen Eisprung oder nicht? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil nämlich ohne Eisprung hast du gar keinen Gelbkörper, der Progesteron produziert. Das ist ganz wichtig. Das sind nämlich andere Voraussetzungen, als wenn eben du einen Eisprung hast, aber noch brutal viel Stress oder eine Entzündung im Darm. Also wir werden in der nächsten Folge, nächste Woche, richtig einsteigen in die verschiedenen Ursachen. Und wenn du möchtest, kannst du sehr, sehr gerne natürlich jetzt schon im Prinzip tief einsteigen. Mein Kurs Auf Wiedersehen Östrogendominanz ist ja fertig. Und auch wenn eben vielleicht die Landingpage noch nicht so ganz optimal ist, ist er inzwischen verfügbar. Das heißt, du kannst ihn kaufen oder dich wenigstens darüber informieren, was denn in diesem Kurs enthalten ist. Es sind 6 Module. Das bedeutet, dass du in mehreren Modulen erstmal Wissensvermittlung von mir bekommst, Hintergründe, Ursachenforschung mit mir betreiben kannst und dann aber ein dickes, fettes Kapitel hast, in dem es wirklich um Maßnahmen geht, konkrete Maßnahmen, was du tun kannst gegen eine Östrogendominanz und dir natürlich es wahnsinnig helfen wird,
einfach auch die Zusammenhänge zu verstehen, weil du dann gegebenenfalls noch mehr Informationen hast, um eben konkret dann auch diese Probleme zu lösen. Also der Kurs ist wirklich ein Problemlöser. Ich habe den so konzipiert, wie ich eben zum Beispiel auch im Hormoncoaching viel mit meinen Klientinnen arbeite, dass wir die Ursachenforschung betreiben und dann wirklich auch ins Problemlösen konkret anhand dieser Problemursachen gehen. Du bekommst tatsächlich auch einen Rezeptteil, der dir hilft, Nährstoffe auszugleichen, womit du eben auch im Prinzip damit eben eine Hormonregulation erreichen kannst. Lange Rede, kurzer Sinn, auch der ist inzwischen verfügbar. Du kannst ihn dir einfach mal anschauen, also im Sinne von, was beinhaltet er alles, was ist in den einzelnen Modulen enthalten, wie ist er überhaupt aufgebaut, muss man dazu überhaupt technikaffin sein und. Das findest du auf meiner Seite www.alexbroll.com/Östrogendominanz und das Östrogen natürlich mit OE geschrieben. Denn ein Ö ist nach meinem Kenntnisstand immer noch nicht möglich in einer URL. Da kann ich mich aber auch tatsächlich täuschen. Ich habe es trotzdem mit OE geschrieben, damit wir auch keine Schwierigkeiten haben. Ja, und natürlich, wenn du sagst, ja, aber ich würde trotzdem ganz gerne mit dir sprechen wollen, gilt wie immer die Einladung zur kostenlosen Hormonsprechstunde. Viele Termine gibt es zur Verfügung. Alles, was du tun musst, ist auf www.alexbroll.com/Sprechstunde zu gehen, um dort dir einen Online-Termin zu buchen. Vielleicht hast du dann auch schon vorneweg den Fragebogen ausgefüllt. Dann haben wir eben auch ein bisschen praktisch einen Anhaltspunkt, wo wir entlang gucken können. Du gehst auf jeden Fall mit einem roten Faden mit verschiedenen Impulsen, was du als nächstes tun kannst, raus aus dem Gespräch. Vielleicht interessiert dich auch tatsächlich eben das 1:1 Zusammenarbeiten mit mir im Hormoncoaching. Auch das kannst du da gerne erfragen. Ich erzähle dir da sehr, sehr gerne, wie das funktioniert, was für Kosten da auf dich zukommen und was du dadurch für dich erwarten kannst. Also all das kannst du auch in dieser kostenlosen Hormonsprechstunde bekommen, wenn dich das interessiert. Mir ist vor allem wichtig, dass du einfach wirklich ein bisschen mehr die Zusammenhänge des Hormonchaos verstehst. Ich glaube, Chaos kann man gar nicht in den Plural setzen. Egal wie auch immer, hab einen wunderschönen Silvestertag, denn das habe ich total vergessen. Es ist der letzte Tag des Jahres, noch eine besondere Folge, mit dieser neuen und besonderen Folge. Einen guten Rutsch und wenn du schon rübergerutscht bist, hello and welcome im neuen Jahr 2020. Ich freue mich riesig, viel Zeit mit dir zu verbringen. Einmal in der Woche im Podcast und vielleicht ja auch in der Hormonsprechstunde oder sogar im Coaching. Ich drücke dich ganz doll. Bis nächste Woche und ciao.